Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Gäste. Also rechtlich sollte das eigentlich gar kein Problem sein, weil das ist ja die Entscheidung der Kommune ist, inwiefern sie Menschen unterstützt und inwieweit nicht. Die Teilhabekarte, das stimmt, die ist mal eine super Sache an sich gewesen. Ich meine, war Luft nach oben, aber an sich war das schon nicht schlecht, auch mit dem Mittendrin-Ticket, da ist auch Luft nach oben gewesen. Aber okay, das Ding ist aber, mittlerweile hat sich ja diese Dinge auch geändert, wie zum Beispiel das Deutschland-Ticket, was es mittlerweile ja gibt, und auch den Hessen-Pass mobil. Dadurch verliert mittlerweile die Teilhabekarte auch ein Stück weit irgendwo an Symbolcharakter, wie es ursprünglich das Ganze hat. Die Schwierigkeit beim Hessen-Pass mobil ist auch wieder, der muss extra beantragt werden, zumindest in unserem Jobcenter. Das steht extra auf der Seite des NVV, dass es extra beantragt werden muss. Problematik ist auch, dass das Deutschland-Ticket bereits vorhanden ist, es nicht umformbar mehr mit dem Hessen-Pass und es ist dementsprechend auch nicht mehr irgendwie, dass man für den Rest des Jahres oder wie auch immer dann die vergünstigte Zahlung machen muss. Diese Teilhabekarte, also das Mittendrin-Ticket, könnte dadurch, was ja an sich schon teurer ist, als wenn man den Hessen-Pass mobil hat, könnte quasi auch dadurch helfen, im Prinzip dann diese Zeiten aufzuschieben, in dem Sinne, dass man das Deutschland-Ticket später beantragen kann und dann im Prinzip damit das erstmal puffern mit dem Mittendrin-Ticket. Das wäre eine super Sache, wäre auch eine Sache, womit man dann sagen kann, okay, da können wir wieder ein Stück auf die Menschen zugehen. Ansonsten, wo ist die große Problematik? Es wird jetzt garantiert ein ganzer Teil durch den Hessen-Pass gespart. Das können wir wieder im Endeffekt da hineinsetzen, um diesen Symbolcharakter im Endeffekt auch zu erhalten. Ansonsten, es gibt Vergünstigungen für Museen, fürs Theater, fürs Schwimmbad. Wie oft wird werden diese Leistungen genutzt? Also die wieder zu holen, ist, glaube ich, das geringere Problem. Deswegen wäre es schön, das Ganze irgendwie zu erhalten, das, was wir da einsparen, wieder rein zu investieren und den Menschen zu helfen.